Weiter geht's mit Mario Maker 2 Story Mode und neuen Missionen. Level 25, das riesengroße Buhu-Spukhaus. Junger Freund, ich habe vor, eine Geisterbahn zu öffnen. Ich brauche aber noch einen Probanden, um das Ganze zu testen. Wenn du das Ziel erreichst, kriegst du deinen Lohn. Falls du das Ziel erreichst. Hehehe. Vom Zirkusdirektor mal wieder. Der Zirkusdirektor hat uns ja letztes Mal ein Level gegeben, was mir nicht gefallen hatte, sagen wir es mal so. Oder es hat mir gefallen, aber es war schwer. Doch, es hat mir gefallen, aber es war schwer. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein schweres Level. Hoffentlich fehlen wir dieses Mal nicht so krass wie letztens. Das wäre nicht so nice, finde ich. Das war jetzt etwas Pech, aber dafür konnte ich nichts. Juhu! Oh Gott! Holy! Was? Nein! Der hat mich getrollt! Der hat mich getrollt, da kann ich gar nicht stehen! Oh! Du Miese! Bruder, mach nicht diesen! Das war miese! Oh Gott! Weg hier! Na, 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 na. Jumpen, Run Pro, der bin ich. Ich dachte, ich könnte da weit springen, aber das kann ich nicht. Tut mir leid, Leute. Warum sage ich es eigentlich noch? Ich brauche mich gar nicht mehr entschuldigen. Leute, ich entschuldige mich jetzt nicht mehr. Habe ich mir so entschieden. Ich bin random. Lol. Okay. Warum rede ich eigentlich manchmal nicht? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Ich will mich eigentlich mehr aufs Gameplay konzentrieren, aber bei dem Let's Play sollte man schon ein wenig kommentieren, finde ich. So, okay. Gut. Nicht rennen, weil sonst renne ich noch in den Abgrund. Ja, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Doch, ich weiß es, aber ich... Keine Ahnung, ich bin dumm. Weiß ich nicht. Aber ich mag das Level. Das ist, finde ich, einfacher als das letzte Level von dem Typen. Yeah, 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 wow. Oh nein, nicht die mit Flügeln. Die fliegen richtig schnell zu einem. Oh nein, da kommen aber welche von der anderen Seite. Was soll ich denn machen? Nein, da kommen die. Komm, komm. Okay, nee, die sind außerhalb des Screens. Die kommen nicht mehr. Okay, okay. Hä? Was? Okay. Ich bin verwirrt. Spiel verwirrt mich sehr. Warum auch immer. I don't know. Ich bin Pro-Gamer Mike Bisosom, wir kennen nicht. Guten Tag, ja, alle. Na, wie geht's euch heute so? Ich bin gucken, wie ich ab abdancen. Don't mind me. Dankeschön. Und damit war's das schon, anscheinend. Ja, yep. Ziemlich kurz, aber ganz nett. Warum nicht? Dup, 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 dum, body, be, dum, bada, ba, bum. Okay, ich habe jetzt diese Folge noch vor, genug Münzen zu sammeln, um rechts den Westflügel, war das glaube ich hier, ne? Das rechts? Ne, den Ostflügel, sorry. Aufbauen zu können. Wir haben 39%, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Machen wir weiter. Der große Kampf auf dem kleinen Stern. Hilfe! Bowser Jr. hat diesen Planetoiden übernommen und will ihn unterjochen. Die Schwerkraft hier ist geringer als anderswo. Aber B halten, um von Gegnern einen Supersprung zu vollführen, kann man auch hier machen, tun. Bitte, hell, jemand muss Bowser Jr. vertreiben. Von Sternguckerin. Okay, von der Sternguckerin, die hat jetzt anscheinend genug Sterne geguckt. Okay, der war sehr, sehr schlecht, der war nicht mal lustig. Tut mir leid. Oh, das Vieh! Das mag ich sehr. Ich mag diesen Part, wo gleich der Herr Drop kommt. Okay, ist kein Drop, aber es ist anders als das normale Theme und das feiere ich sehr, 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 sehr. Yeah, oh yeah. Ich mag das Theme, yeah. Das feiere ich sehr. Baby, yeah, 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 yeah. Boing, boing, boing. Das hier meine ich. Das ist sehr cool. Pium, 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 pium. Das ist ein normaler Nesser.
Aber wir sind jetzt gerade halt hier in Nachtfim und da ist der Mond. Dort rechts könnt ihr den Mond sehen, ich schon. Der soll mir normalerweise helfen, aber gerade tut's er nicht. Mond, ich brauche dich. Nice, 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 thank you. Oh nein, Hilfe. Ja gut, ich hab ihn schon ausgelöscht. Und ich weiß, man hört meinen Stuhl. Der ist sehr cool. Ich weiß, ihr wolltet, dass ich was anderes sage. Oder dachtet es zumindest. Aber nein, das tue ich jetzt nicht. Was, man kann ihn so attackieren. Das wusste ich noch nicht. Hiya! Nice. Dann, dann, da. Ba-ba-ba-ba-ba-ba, du Mario. Hatte One-Up-Trick. Das würde wahrscheinlich schlecht funktionieren, oder? Keine Ahnung. Ab ins Ziel. Joa. Mann, es ist immer so lange. Ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ich mache die unterhaltsamsten Let's Plays. Man kennt mich. Oh, nice. Das erste Obergeschoss vom Westflügel ist damit auch fertig. Seit wann hat eigentlich Prinzessin Peach Schloss einen Ostflügel und einen Westflügel? Lol. Das ist mir auch neu jetzt. Roter Yoshi gegen Cheep-Cheeps. Cheep-Cheeps springen durch die Nacht. Wer möchte sich auf einen roten Yoshi schwingen und 25 Cheep-Cheeps besiegen? Drücke entweder Y, um Feuer zu speien, oder streift dir ein Cape über und halte B gedrückt, um sachte von einem zum anderen zu schweben. Vater und Krieger. Wie macht man eigentlich diesen Feuer-Yoshi? Wie macht man eigentlich die anderen Yoshi-Farben? Wie macht man das? Muss man die einfach irgendwie antippen und dann auswählen? Oder wie ist das? Ich habe noch nie mit Yoshi in diesem Spiel gearbeitet, sagen wir es so. Aber sowas finde ich cool. Wenn man hier direkt am Anfang schon das Ziel sieht, aber man muss erstmal hier nochmal rein und dann später wieder nach oben oder irgendwie anders halt wieder zurückkommen. Das finde ich cool. Ah, ich muss alle killen, ne? Nein! Ich kann schon neu starten. Also wahrscheinlich kann ich es nochmal versuchen am Ende, aber ich habe keinen Bock. Ich will nicht sagen warten. Da verliere ich lieber ein, zwei Münzen und dann meist nochmal von vorne. Also man soll die Feder nehmen, ne? Oder ändert sich irgendwie Yoshi mit seinen... Oh, man kann sich entscheiden. Ja, ich nehme das hier. Glaube ich. Ich meine, ich bin ja so oder so schon mal langsam hier. Also langsamer als sonst. Okay. Ich habe mich umentschieden. Ich nehme doch das Cape. Ich bin einfach zu schlecht. Oh yeah. Oh yeah. Hi, die Klappe, Luigi. Vor allem, warum ist das immer so ein Riesenei? Oder passiert das, wenn man einen Yoshi zu einem Riesen macht? Wird er dann zu einem roten Yoshi? Ich habe immer das Gefühl, Yoshi wird zum Riese. Wenn man... Also, ich habe immer das Gefühl... Ja, doch. Die roten Yoshis, die ich bisher alle gesehen habe, die waren immer riesig. Also, die kamen immer aus einem Riesenei. Kann gar nicht gut sein, dass man die so bekommt. Yoshi! Egal, ich kann die auch so killen. Easy. Easy. Warte, kann ich auf die drauf springen? Lol, das kann man. Hier ist eine Coin, die nehme ich mir mal gerne mit. Ja, verdammt. Ja, ja. Subi. Ich hoffe, ich kann noch mal hier rein. Ah ja. Sieht so aus, als könnte ich hier nochmal versuchen. Na komm, Yoshi. Also machen wir es nochmal. Hätte ich mich ja gar nicht umbringen brauchen. Oder? Nein! Ah, da oben gäbe es eine Coin. Egal, die kriege ich jetzt auch nochmal. Dann. Aber ich mag dieses Level. Ich mag die Level hier und das Level selber auch. Ist nur etwas kurz, finde ich. Weil viel ist ja jetzt hier nicht los. Finde ich. Man muss dauerhaft am Schießen sein. Als ob ich oben einen verpasst habe. Uff. Okay. Bam, 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 bam. Das kann ich immer so einfach. Ja, jetzt krieg's. Egal, wir haben... Ach so, wir haben schon genug. Oh lol, man muss dann eine bestimmte Anzahl killen. Ich dachte, ich muss alle killen. Na gut, ich muss fast alle killen. Egal, na, ja, ja. Egal, das ist jetzt nicht schlimm.
Solange wir das Level schaffen, ist das eh wurscht. Warum haben die das immer noch nicht eingebaut? Das wäre voll geil gewesen. Und? Nein, es fehlen mir 30. Es gibt mir 23 Münzen. Oh Mann. Egal, 40% haben wir schon fertig gebaut und weiter machen wir mit Schalten und Walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die einen Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran. Und dann heißt es Schalten und Walten von der Ansagerstimme. Also ich bin eigentlich ziemlich gut mit den On-Offs. Würde ich mal so behaupten. Ich mag die Idee sehr. Ich habe sogar Level gebaut mit denen. Und ich weiß, ich habe jetzt sehr inaktiv Level gebaut. Also ich, das heißt, ich habe gar keine Level gebaut in letzter Zeit. Uff. Aber ich denke mal, ich werde jetzt so demnächst wieder so ein wenig anfangen, Level zu bauen. Hätte ich zumindest wieder Bock zu, um ehrlich zu sein. Ich habe ja letztens, ich habe ja sonst bei den ersten Level habe ich alle von Tag zu Tag nacheinander gebaut. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr jeden Tag ein Level bauen. Das kann ich euch sagen. Easy. Bisher kein Problem, das Level. Ich hoffe, das Level geht aber weiter nach dem Ganzen hier. Und nicht einfach, dass es aufhört, nachdem du genug Münzen hast. Also nachdem du den Schlüssel hast, meine ich. Ah, das kennt man doch vom Trailer. Das freut ich jetzt nicht. Ich bin außerdem woanders hingesprungen. So. Ah, das ist... Ah, okay. Ah, ich muss jetzt mal ein wenig... Ah, ja, ich muss mich experimentieren. Okay, Leute, lass mich. Ach, der bounce erstmal ab. Okay, jetzt check ich es auch mal. Yes! Weiter geht's. Boing. Uff. Kommt der mal runter? Ah, god damn. Ich kann einfach so lassen, ne? Ich bin gleich beim Off-On-Off-Vlog. Jetzt. So, eine Coin fehlt mir noch. Aber ich find's einfach. Null. Und noch irgendwie was chillig so. Also es überlastet meinen Kopf nicht, von daher. Alles gut. Warum mache ich das? Ja, man muss da irgendwie Glück haben, dass da die wirkliche Plattform im richtigen Moment schon da ist. So zum Beispiel. Nice! Das hier fand ich am schlechtesten von allen fünf. Aber ja! Bitte sagen wir, das Level geht noch weiter. Das wäre cool. Ach nee, tut's leider nicht. Hä? Hä? Wie kommt man denn in diese Coin ran? Kann man das mal bitte jemand erklären? Wie soll man denn die rankommen? Wo gab es denn hier einen Pilz? Wo? Wo gab es hier einen Pilz? Okay, Spiel. Okay. Akzeptieren wir das mal. Woo! Nice. So, na, ich habe genug Münzen. Machen wir weiter. Oh, oh. Westflügelkanone, Westflügeltore. Ha? Huh? Machen wir erstmal das hier weiter. Yep. Dring. Nice. Yo, yo, alles klar. Machen wir weiter. Flucht vor dem Faulpilz. Ich koche gerne mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden und er hat sich auf mich abgedreht. Kannst ihn so weit von mir wegloggen wie möglich. Der Chefkoch. Was bist du für ein Chefkoch, wenn du die Ingredients vergisst? Erstmal no joke. Was ist das denn bitte für ein Chefkoch? Ja,
kann ja jedem mal rausgehen. Ich habe auch so ein Gefühlslevel gemacht, aber... mein Level dazu, es war Super Mario Bros. 1 Stil. Und es war für die erste Welt, das gehörte zu meiner ersten Welt, etwas schwer. Und das ist aber cool, dass ich habe versucht, das so zu machen, dass es das einen verfolgt, aber ich habe es dann so gemacht, dass das irgendwie halt... Also ist es nicht so gut geworden wie jetzt in diesem Level hier, weil hier verfolgt er einen ja richtig. Das muss ich auch mal überlachen. Weiteres Giftpist-Level, irgendwann in der Zukunft, wo ich es dann verbessere. Das war knackig. Könnte man sagen? Oh nein. Oder? Ach komm, das ist doch gemein gewesen. Ich wollte gerade, als das um mich zufliegt, Minus drücken. Aber dann habe ich Plus gedrückt. Und das war trotzdem so zu spät. Ich wollte mir von Luigi was erschnurren. Aber ich sehe gerade, man kann erst was von Luigi erschnurren, wenn man zweimal down gegangen ist. Okay. Na, jetzt bin ich zweimal down gegangen. Erschnur ich mir mal einen Pilz von dem guten alten Luigi. Ne, Luigi? Oh yeah. Oder komm, machen wir hier sogar. So krass bin ich. Yeah. Kann ich ihn nicht wegschleudern? Ja, ich kann ihn wegschleudern. Ey, ich darf das. Komm, ich lasse mich sogar treffen, okay? Dann bin ich jetzt nur groß. War jetzt auch nicht ausgesehen oder so, nein, nein. Habe ich extra gemacht. Nee, ich fahre nur um diese eine Stelle mit dem Giftpilz. Fies, deshalb nehme ich jetzt den Pilz. So, hier oben die Minis. Die Monies. Hier, die Stelle hier. Wo der hier so nach oben fliegt. Ja, jetzt habe ich mich von dem treffen lassen. Warte, jetzt ist er weg. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, ach verdammt, stimmt, jetzt ist er weg. Sorry, guys. Soll ich das Level neu starten? Nee. Nee, lass ich es jetzt. Komm, ist ja doch egal. Ist ja bestimmt das Ziel jetzt hier, ne? Oh, es tut mir leid. Ich dachte, es gibt keine Konsequenzen, wenn ich das mache. Ach, I'm sorry. I'm really... Ja, da sind meine Konsequenzen. Ja, die habe ich verdient. Das habe ich verdient. So, jetzt machen wir das Level legit. Konzentrieren. Nichts überstürmen. Das wäre nicht so nice. Sonst würde ich am Ende noch dumm sterben, was sich gerade fast tat. Kacke. Ich darf keine Risiken ergehen. Risiken und Nebenwirkungen passiert nämlich das. Ist das? Jetzt läuft's aber nicht mehr so gut. Aber solche Level sind allgemein, glaube ich, schwer. Ich glaube, das liegt nicht wirklich an mir, sondern einfach an den Faulpilz, weil er so schwer ist. Weil er einen so richtig krass verfolgt. Ich weiß nicht, warum der Faulpilz heißt. Ich nenne ihn immer Giftpilz. Ich nenne ihn jetzt auch Giftpilz, nicht Faulpilz. Aber wahrscheinlich ist es wieder nur im Deutschen so. Im Englischen heißt er Poison Mushroom oder so. Als ob die im Englischen auch irgendwas mit Faulpilz nehmen. Kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Na, 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 na. So, hier hoch kommt er zum Glück nicht. Gott, die Passage hier, die meine ich. Die ist heller schwer. Ich mache ihm mal die Plattform weg, dann kommt er nicht mehr hoch. Yes, nein! Verdammt! Eine Plattform überlebt. Egal. Nicht mehr so schlimm. Lalalala, man ist doch schwer. Komm doch her, du bist nicht mehr schwer. Bubadabumba, bubadaba. Score! Yes! Fast 100 Coins. Ich bin einfach der krasse Boy. Krasses Mario bin ich. Oder so. Keine Ahnung. Ich laber irgendwelchen Müll. Irgendeinen Mist laber ich. Und wie viele Münzen? Ah, das reicht doch für diese Tore, oder? 42%.
Ich würde sagen, wir machen die Folge etwas länger und machen noch ein weiteres Level. Aber erstmal die Tore. Ja, komm, die bauen wir auch. Warum nicht? Yeah. Dring. Boing, boing. Da kann ich nämlich auch nach oben. Okay. Ein Level machen wir noch. Blink, Block, Bluff. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Tier auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Klar, Dr. Wunderlich, ich bin gut mit Rhythmus und Timing. Glaube ich. Also ich mag Rhythmusspiele, also werde ich doch hoffentlich auch Spaß haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich herausgefunden habe, dass diese Blöcke, diese Rhythmusblöcke hier, die jetzt wieder in den Mario Maker kommen. Also nicht wieder, aber dass sie halt in Mario Maker reinkommen. Das hat mich voll gefreut. Weil ich feier die. Ich muss immer an diese Musik denken, wenn ich diese Blöcke hier sehe. Keine Ahnung. Okay. Okay, nice, hat noch geklappt. Nice! Erinnert mich ein wenig an meinen Level mit den On-Off-Blocks. Ah, naja, egal. Ich sehe über meine Level, weil ich muss da irgendwie meine Level pushen. Uwu. Wow! Oh Gott, nein. Was jetzt? Ach, hochspringen. Wow, 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 wow. Oh, ich hätte fast verkackt. Oh nein, weg hier, Long Jump. Ich brauche keinen Pilz. Warum gibt es da nur Pilze? Warum schreie ich rum? Ich weiß es nicht. Gab's einen Checkpoint? Ja, es gab einen Checkpoint. Geil. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Oh yeah. Du Noob, brauchst die Hilfe. Ich finde das so lustig, dass man hier irgendwie die ganze Zeit crouchen kann und dann macht Mario die ganze Zeit Geräusche. Nice! Nein, nicht nice! Oh, das ist eine 50er Münze! Yes, Mann, ich hab sie bekommen! Ich bin Pro! Ich bin gut, Leute, ich hab die 50er Münze bekommen! Ja, wenn es dafür keinen Applaus gibt, ne? Kein Like, dann bin ich traurig. Leute, lass mal alle ein Like da, dafür. Nein! Nein! Leute, lass mal alle ein Like da dafür. Ah, Mann. Das ist doch gemein. Nein, diesmal nicht. Dari, dari, dap, dari, dari, dap, diu, ma, ra, ba, boom, baum, baum, bam, bam, bam. Okay. Jetzt ist die Folge zu lang. Warum mache ich das? Ist die Folge viel zu lang. Was denn? Hallo, was soll denn der Müll? Dein Ernst? Ja. Lass mich durch. Hallo? Assi. Warum geht jetzt auf die Seite? Sonst geht er immer auf die andere Seite. Ach, komm, ich hab